Hallo, meine wundervollen Seelen. Schön, dass wir hier zusammenkommen. Zur Tagesenergie für Mittwoch, den 7.6.2023. Ich lege direkt los. Heute gibt es nur Tarotkarten. Mit der Königin der Schwerter beginnen wir. Und zwar ist gefallen der Stern als höchste Schutzkarte im Tarot. Dann haben wir den Pagen der Schwerter. Und die sechs Kelche. Die sechs Kelche ist die Nostalgiekarte. Hier haben wir die Gerechtigkeit und die Kraft. Und bei der Gerechtigkeit finde ich immer super interessant. Es ist vollkommen egal. Gut, die Schalen, da habt ihr recht. Aber wie rum diese Karte ist, es ist egal. Und hier kommt die Gerechtigkeit jetzt in Bewegung. Auch wenn sie nicht so gefallen ist, aber tatsächlich hatte ich ja den Impuls, sie so zu drehen und es kommt etwas in Bewegung. Lassen wir es einfach mal so stehen. Das ist das Licht- und Schattentarot aus dem Angelina Schulze Verlag. Hier habe ich von Linda Wiese die Tarot-Karten der neuen Zeit. Und ich bitte die geistige Welt, mir eine Karte zu schenken. Und bei der Gelegenheit möchte ich euch sagen, das ist eine allgemeine Legung. Also bitte, wenn ihr einen Termin habt oder ein Gespräch, nehmt nicht diese Karten hier als Wegweiser. Das möchte ich euch wirklich ganz dringend anraten, weil dafür müssten wir eine persönliche Legung geben. Nicht, dass ich jetzt hier euch das aufs Auge drücken würde. Ich will einfach vermeiden, dass ihr diese allgemeine Legung als persönliche Legung anseht. Hier haben wir den Narr, die Hohepriesterin und den Buben der Schwerter. Die drei Kelche und der Wagen sind rausgefallen. Und die sechs Schwerter und darunter haben wir die fünf Münzen, sind ganz hinten. Und hier habe ich jetzt noch das Tarot der Rider-Waite aus dem Königs von Turania Verlag, ihr Lieben. Und alle Informationen zu meinen Karten findet ihr in der Infobox. Dort findet ihr auch alle Daten, wie ihr mich erreichen könnt. Oh, wir haben hier zweimal die sechste Kelche. Das ist immer das Interessante, wenn man verschiedene Kartendecks von einer Sorte hat. Der Eremit und die neun der Stäbe. Wir haben hier die sechs der Münzen und wir haben die sechs der Schwerter. Und die sechs der Schwerter haben wir auch zweimal. Einmal hier und einmal hier. Das ist der Ausgleich mit den sechs der Münzen. Zentrale Karte ist die Hohepriesterin. Es gibt drei Schutzkarten im Tarot. Das eine ist die Hohepriesterin, es ist der Hohepriester und die höchste Schutzkarte ist der Stern. Und der Stern ist die erste Karte, damit beginnen wir diese Neunerlegung. Und es ist so, als wenn Sie hier wirklich so über diesem Orakel praktisch Ihren Schutz ausbreitet. Mit dem Pagen der Schwerter, also in der Wahrnehmung. In der Wahrnehmung seht ihr, dass ihr beschützt seid. In der Wahrnehmung spürt ihr, dass ihr beschützt seid. Der Page der Schwerter, der geht über dieses Schwert von einem Berg von einer Schlucht zur anderen. Nee, Schlucht ist ja das, was dazwischen ist. Ihr wisst schon ganz genau, was ich meine. Er überbrückt hier eine Schlucht mit einem Schwert. Die Königin der Schwerter ist im Grunde, nein, ich will anders sagen, sie macht sich die Gedanken, wie es funktioniert, und er ist der Ausführende. So kommt es mir vor. Wir beginnen mit der Königin der Schwerter, die Gedanken verhangen ist und wirklich ihren Fokus nach vorne, nach oben hat, nach oben in den Stern. Der Stern ist der Schutz für diese ganze Aktion. Und dann geht es hier von dem einen Ende zum anderen in die Vergangenheit nochmal, ihr Lieben. Und die Vergangenheit, die sechste Kelche, ist die Vergangenheit, ist die Nostalgiekarte. Und hierbei ist es bei jedem anders. Entweder kommt ein Gefühl wieder hoch. Das ist ganz häufig so. Vielleicht steht eine Person von früher vor dir oder eine Situation, ein Ort wird dich wieder einholen. Und hier haben wir die Hohepriesterin, die auch dieses ganze Orakel von innen heraus nach außen schützt. Und auch dieser Page der Schwerter, der von einem Ende zum anderen geht, auf diesem Schwert, mit seinen neuen Ideen, mit seiner Weisheit, mit seinem Wissen, ist beschützt und zwar bewusst beschützt. In der oberen Ebene ist das Bewusstsein, in der unteren ist das Unterbewusstsein.
Und hier kommt wirklich dieser Schutz ganz bewusst. Und es geht auch ganz bewusst in der Wahrnehmung in die Vergangenheit. In die Vergangenheit, um hier diesen Ausgleich zu suchen, habe ich das Gefühl. Und hier in der letzten Karte findet ihr diesen Ausgleich. Dieser Ausgleich von der Gerechtigkeit, diese Waage, die ja für den Ausgleich steht, bringt euch in die Kraft. Und wenn ihr noch nicht in eurer Kraft seid, dann seid ihr hier aber auf dem besten Wege. Wir haben hier die drei der Kelche und der Wagen und das sind alles Karten, die in Schieflage sind und alles, was in Schieflage ist, bewegt sich, ist in Bewegung. Die Energie des Pagen, der Schwerter, der Stäbe ist in Bewegung. Und mit dem Wagen haben wir hier die schnellste, die stärkste Fortbewegungskraft im Tarot. Und der liegt in Schieflage. Hier kommt etwas ganz massiv in Bewegung. Und zwar das, was sowieso schon begonnen hat, in der Vergangenheit, ihr Lieben. Und das wird beschützt auf jedem Schritt, den ihr macht. Mit jedem Gedanken. Der Page der Schwerter ist gleichzusetzen, ist auch der Bube der Schwerter. Hier ist der Page der Schwerter, der über diese Schlucht geht, der mit seinem Wissen auch genau weiß, welchen Schritt er machen soll, der um Klarheit bittet. Und hier geht ihm ein Licht nach dem anderen auf. Und er geht in die Vergangenheit. Und diesem Bube der Schwerter kommt hier aus der Vergangenheit dieses Schwert in seinen Kopf. Die Gedanken kommen in seinen Kopf, die Geistesblitze kommen in seinen Kopf und das auf der Herzebene. Ihr Lieben, hier verbindet sich der Kopf, die Wahrnehmung mit dem Herzen und das auf Gedankenebene. Das heißt, hier denkt ihr noch nur mit den Gedanken und hier spielt das Herz schon eine ganz große Rolle und deswegen kommt ihr jetzt hier auch aus dem Mangel heraus. Aus dem Mangel, sodass hier wirklich ihr aus dem tosenden Gewässer rauskommt, in das seichte Gewässer geht, ihr habt das Schlimmste hinter euch und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Der Mangel ist abgedeckt, halb abgedeckt. Hier geht es zu neuen Ufern. Und dann haben wir hier mit dem Pagen der Schwerter, der Stäbe, der seinen Stab in Richtung Wagen gibt. Das hier ist die Karte des Tuns, des Umsetzens, der Aktion. Und hier gibt man die Aktion in den Wagen, der ja sowieso schon in Aktion ist. Und das hat wieder mit dem Alten zu tun. Hier kommt das Alte in den Neuanfang. Und es geht Schritt für Schritt, ganz geschützt Schritt für Schritt. Und wir haben hier das Burnout. Das Burnout, was seht ihr diesen Blick? Und er schaut hier auf den Eremit. Dieser Mensch hier, du, mein Zuseher, meine Zuseherin, hat hier verstanden, dass man sich bewegen muss. Hat verstanden, dass wenn man aus diesem Burnout rauskommen muss, muss man etwas tun, auch wenn es Schritt für Schritt ist. Und wenn man in der Vergangenheit anfangen muss, dann ist das so. Seht ihr, wie sich die Karten hier bewegen? Du kommst aus dem Burnout, aus der Situation, aus der Belastung nur raus, wenn du dich selbst bewegst. Du kannst nicht erwarten, dass das die anderen tun. Wenn du wartest, dass die anderen sich bewegen, dass da von außen etwas kommt, wartest du ewig, du wirst immer nur enttäuscht. Das, was du aber tust, in die Aktion bringst, dich bewegst, das ist etwas, was von dir von innen herauskommt und das wird nach außen strahlen. Und das alles beginnt mit einem Gedanken. Mit einem Gedanken auf Herzebene. Und das hier ist der nächste Schritt oder auch der Rat der Engel, wie ihr es möchtet, die ganz klar sagen, du kommst hier raus, ja, du kommst hier raus, du gehst zu neuen Ufern, du kommst in diesen Ausgleich, aber nur, wenn du dich bewegst. Und hier geht diese Lampe in die Vergangenheit, hier wird nochmal in der Vergangenheit geschaut, weil das, was dich jetzt hier belastet, das hat ja nicht im Jetzt angefangen. Das hat in der Vergangenheit angefangen und wenn es nur gestern war. Also tu was. Tu was. Du bist beschützt von innen heraus und das möchte ich hiermit nochmal ganz klar sagen. Aber du kannst nur erwarten, dass sich deine Welt ändert, dass sich dein Leben ändert, wenn du selbst etwas tust.
Ansonsten bleibst du in dieser Position stehen. Und dann stehst du nächstes und übernächstes Jahr und in 10 Jahren immer noch da. Du musst dich bewegen. Nicht jemand anderes kommt zu dir, nimmt dich an die Hand und sagt, komm, wir gehen jetzt. Nein, du musst dich bewegen. Und nicht vielleicht auch auf andere zu, aber vor allen Dingen für dein Innerstes. Ohne deine innere Intuition, ohne deine inneren, Intuition ist das falsche Wort, aber ohne deinen inneren Drang, jetzt den ersten Schritt zu machen, passiert hier gar nichts. Ihr Lieben, ich danke euch von Herzen für eure Abos, für euer Likes, für eure Kommentare, für euer Teilen. Ich danke euch dafür, dass ihr da seid, dass ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid. Das machen nicht alle. Und ich danke euch einfach, dass ihr da seid. Habt einen wundervollen Mittwoch. Macht's gut. Ciao.